Herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde. Heute werde ich euch das Auto von meiner Mama zeigen. Ich habe ihr nämlich ein Auto gekauft. Ich zeige es euch in 3, 2, 1. Bam, Digga. Mitsubishi Colt C23. Mit nagelneuen Stahlfelgen. Da passt auch sehr viel in den Kofferraum. Ich habe extra dran gedacht. Okay, Spaß, Freunde. Das ist ihr Auto. Oh mein Gott, hier scheint die Sonne so episch auf das Auto. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Und bam, Alter. Ein VW Tiguan 2,0 Liter Diesel Euro 5. Ich bekomme schon wieder den Drang, einen Stein dagegen zu schmeißen. Oh, oh. Oh, fuck, Alter. Das gute Stück wurde 2011 gebaut und dafür, muss ich sagen, hat es echt eine geile Ausstattung. Ich wollte das Video eigentlich schon gestern drehen. Allerdings war ich gestern den ganzen Tag auf dem Weg. Ich war 8 Stunden im Stau. Ich habe mir nämlich auch ein Auto gekauft. Ja, Freunde, ich habe innerhalb von einer Woche 2 Autos gekauft. Eins für mich und eins für meine Mutter. Perfekt. Das Auto habe ich in der Nähe von Köln geholt. Auch nochmal mein Beileid an jeden Einzelnen, der hier vom Hochwasser betroffen war. Das war echt brutal, was ich da gesehen habe. Also da haben wirklich Leute ihre ganze Existenz verloren. Häuser waren unter Wasser. Autos sind einfach weggeschwommen. Die Hunde, die haben mir am meisten leid getan. Ich habe da einfach so im Wasser so 3, 4 Hunde rumschwimmen sehen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt meine Mutter überraschen und ihr das Fahrzeug zeigen, drehen wir eine Runde. Ich zeige euch ein bisschen was, sage euch ein bisschen was zum Fahrzeug. Also ich habe das Fahrzeug noch nicht putzen können, ist ein bisschen schade jetzt. Man sieht hier auf jeden Fall, dass der Vorbesitzer einen Hund oder eine Katze hat oder irgendeinen Scheiß. Hier ist alles voller Haare, Alter. Die Sonne, ihr seht bestimmt gar nichts. Ich fahre hier mal weg. Mir war wichtig, dass meine Mutter eine Automatik fährt. Ich habe mir eine Automatik geholt. Einfach aus dem Grund, dass es viel entspannter ist. Meine Mutter ist, glaube ich, noch nie eine Automatik gefahren, so. Also selber privat. Das Auto hat ein Navigationssystem. Das Auto hat Bluetooth, man kann mit seinem Handy Musik hören. Das Auto hat keine Rückfahrkamera, aber hat PDC, was sehr gut funktioniert. Das Fahrzeug hat 97.000 Kilometer auf dem Tacho, sind noch keine 100.000. Wisst ihr, was geil ist? Das Auto parkt sogar von alleine ein. Ich zeig's euch gleich, ich suche mal eine Parklücke. Irgendwann später. Wo gibt's denn eine scheiß Parklücke, Digga? Da will ich, dass mein Auto reinparkt. So, ist an, okay. Der scannt jetzt. Bitte erkennt diese scheiß Parklücke, sonst raste ich. Aha. Aha. Rückwärts. Okay, Rückwärtsgang einlegen. Er fährt Auto. Oh. Oh. Oh, ich hab Angst, Digga. Oh. Oh. Wenn er das macht, Digga. Oh. Macht er das? Perfekt. Schatz, kannst du mit meiner Mutter in 3, 4 Minuten rauskommen? Ja. Oh, ey, und zieh ihr eine Kopfbinde an. Also mach ihre Augen zu. Ja, aber mit was? Mit einem Schal oder so, keine Ahnung. Ja, okay, ich guck, was ich finde. Ja, okay, komm, 3 Minuten raus, ciao. Also mögt ihr es, wenn ich euch sozusagen mitnehme auf meinem Kopf? Sprich, ihr seht alles, was ich sehe. Ich finde es eine coole Perspektive, ich finde es geil. Ihr habt jetzt oben die Möglichkeit abzustimmen, ob ihr diese Perspektive feiert oder ob ihr wieder meine hässliche Fresse sehen wollt. Könnt ihr es entscheiden. Aber ich finde diese Perspektive schon cool, so wisst ihr. So, ich muss nicht immer in irgendeine Kamera reinschauen, keine Kamera heben. Ich weiß einfach, ihr seid immer hier oben, Freunde. Ihr seid immer hier oben, seid bei mir, ich fühle mich nicht alleine. Wisst ihr, was auch geil ist, das kann ich euch gerade aber nicht zeigen. Wenn man blinkt, geht ein Seitenlicht an, dass man auch schön sieht, wo man hinfährt im Dunkeln. Natürlich kann ich jetzt keine 20, 30, 40.000 Euro für ein Auto ausgeben. So, das würde meine Mutter auch nicht wollen. Aber ich denke mal, dass sie jetzt ein Auto hat, was doppelt so viel wert ist, ist schon mal ganz okay. Ich verdiene auch nicht wie andere YouTuber kurz mal 100, 200k im Monat. Aber ich will mich nicht beklagen, Freunde. Ich bin mega dankbar, in der Position zu sein, meiner Mutter ein Auto zu kaufen. Generell ihr Auto zu zerstören, muss man auch mal sagen, ne? Ja. Zeig dir ein Auto. Warte, geradeaus, komm. Man zieht die Dinge halt hier mal. Darf ich sie jetzt wegmachen? Ja. Das ist mein neues Auto. Ja. Also das ist aber schlecht. Okay, Spaß, warte. Mach deine Augen nochmal zu, Augen zu. Aber mach deine Augen nicht auf. Nee. Setz dich erstmal rein und dann fahren wir, okay? Und dann zeige ich es dir. Warte, jetzt setz dich rein. Ich stand irgendwann in Bordstein. Du bist nach hinten, oder?
Kann ich jetzt die Binde wegmachen? Nee. Warum nicht? Weil ich weiß mit dir wohin. Verrat mir wenigstens die Marke oder was in irgendeine Richtung. VW. VW? Das habe ich noch nie gehabt, VW. Noch nicht? Ah, ist auch eine Automatik. Automatik? Ja, Baujahr 2001. 2001? Ja. So alte Gurke. Ach du auch. Mann, so ein ey. Was ist denn? Nichts. Luca, ich mach die Binde jetzt weg, wenn du so machst. Ich hab da Angst. Ja, okay, jetzt. Mach ja. Aber. Nee, warte. Warte, ich komme mir gerade nicht zurecht mit den Fenstern jetzt. Okay, bist du bereit? Ja. Okay, dann halte ich kurz an, mitten auf der Straße. Nee, mitten auf der Straße. So, jetzt. Bist du bereit? Halt scheuer. Halt scheuer. Wow. Und da hast du gleich deinen Abfall noch drin gelassen? Na ja, so muss es doch auch sein. Aber groß ist es, gell? Ein Kofferraum ist, glaube ich, auch groß, gell? Mhm. Kann man gut einkaufen. Ja. Schön. Aber putze hätte ich sagen können. Eigentlich sollte das Joya machen, weil die ist ja die Frau. Ah. Spaß. Bist du diskriminierend hier? Du hast aber gerade eingecheckt. Oh, ich habe wieder so Bock dagegen zu hauen, gell? Hör bloß auf. Wir machen das so, Freunde, bei 40.000 Likes mache ich das Auto kaputt und wir drehen einen neuen Teil. Nein, das wird nicht mehr kaputt gemacht. Das wird nochmal kaputt gemacht. Nee. Bei 40.000 Likes, das ist nicht so dein Ding. Du hast halt ein Auto, um ein Auto zu haben, um halt deine Sachen zu erledigen und so, ne? Also du hast keine... Wenn ich ehrlich bin, muss ein Auto bei mir den Zweck erfüllen, dass ich von A nach B komme und einigermaßen nicht stehen bleibe halt. Möglichst. Also für mich tut ein Auto Joya ersetzen. Oh. Spaß. Mensch, auch mal. Nee. Ja. Das sieht aber echt cool aus. Das ist ein 4x4 Allrad Diesel. Das gehört dazu, das ist bei der Serienausstattung dabei. Mama, das war dein Auto. Ich hätte mir jetzt ehrlicherweise so ein bisschen eine andere Reaktion vorgestellt. So. Freunde, wisst ihr, warum auf dem Nummernschild 72 steht? Nee. Also 1972 ist meine Mutter geboren. Sag doch, was mit das? Nein, mach schnell Schweiß los. Nee. Was träumt ihr, Digga? Wow, das ist aber tolles Fahrfeeling. Hab dann, wo sie es gesagt hat, hab ich das. Können wir uns bitte jetzt mal über das Auto unterhalten und nicht irgendwie. Danke. Vielleicht kannst du ja mal so eine Olaplex-Maske holen. Das tut deine Haarstruktur aufbauen. Ja. Nee, ich hab das Olaplex, das habe ich auch schon gehört. Das war eh, das ist gut. Ja, die Bäume sind schön. Oh, das Shampoo ist sehr gut. Mhm. Ja. Welches? Olaplex. Olaplex-Shampoo, ja. Das ist gut. Mhm. Ganz cool. Und den Conditioner. Und den wisst ihr, was man ins Auto reintankt? Olaplex, Junge. Ja, aber einen tollen Tausch gemacht, gell? Ja, also der Tausch hat sich echt gelohnt. Würde ich auch sagen. Das Auto ist auch um einiges teurer als das andere. Das ist mal Spaß beiseite, das ist echt toll. Das Auto. Also ich muss sagen, das erste Mal in meinem Leben habe ich mich auf ein Auto gefreut. Echt? Ja, das ist jetzt aber echt wirklich, weil bisher habe ich gedacht, euer Auto halt. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, meine Mutter freut sich auch. Ich würde sagen, haut rein und...